Ein Kampfjet der russischen Luftwaffe hat über dem Schwarzen Meer ein US-amerikanisches Aufklärungsflugzeug abgefangen, wie der Nachrichtensender CNN berichtet. Dabei soll die russische Maschine bis auf 15 Meter an den US-Flieger herangeflogen sein. Die Folge, laut US-Verteidigungsministerium, schwere Turbulenzen und eine unfreiwillige Kursabweichung des Aufklärungsflugzeugs. Wie ein Ministeriumssprecher mitteilte, ereignete sich der Vorfall in internationalem Luftraum. Der Pilot des US-Flugzeugs habe den russischen Kampfjet zudem in keinerlei Weise provoziert, beteuerte das Verteidigungsministerium. Das Pentagon verurteilte das Manöver scharf. Zitat: Solche gefährlichen Aktionen können im schlimmsten Fall schweren Schaden anrichten an beiden Flugzeugen und deren Crews. Immer wieder komme es zu gefährlichen Zwischenfällen am Himmel zwischen russischen und amerikanischen Flugzeugen.